Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir über das Spiel Townsmen Kingdom Rebuild. Das Spiel ist, ich glaube, vor 2 Tagen auf Steam erschienen. Kostet jetzt momentan 16 Euro oder 15 Euro, also 15 oder 16 Euro, ansonsten glaube ich 20 Euro. Aber wie gesagt, weil es jetzt erschienen ist, habt ihr hier ein bisschen Prozent hier auf dem Kauf. Und zwar, das Spiel kann man jetzt vergleichen wie ein bisschen mit Siedler. Ich sage jetzt einfach mal, das kann man vergleichen mit Siedler. Ihr habt sau viele Gebäude zum Bauen. Ihr braucht, ist ja klar, um bestimmte Gebäude zu bauen, auch die Vorgängergebäude, wie zum Beispiel von der Bäckerei, die Sägemühle, die Windmühle. Um die Windmühle zu bauen, glaube ich, braucht ihr eine Sägemühle wegen die Bretter. Also wie gesagt, das ist top. Vor allem die Grafik ist wirklich voll cool. Wir werden uns das Spiel jetzt mal anschauen. Ihr seht selber, wir haben Kampagne. Wir haben Szenarien und da habt ihr wirklich viele hier zum Spaß, was ihr denn spielen möchtet. Ihr seht jede Menge. Fängt von ganz hinten an. Kartengröße schwer. Schwierigkeitsgrade schwer. Kartengröße ist groß. Und desto weiter ihr nach oben kommt, ist ja klar, desto kleiner die Karte, desto einfacher wird's. Was mir natürlich sehr gut gefällt, ist, dass wir auch Endlosspiel dabei haben. Habt ihr auch noch mehrere Karten. Da könnt ihr dann auch auswählen. Kartengröße klein, Schwierigkeitsgrad einfach. Oder wie gesagt, desto weiter ihr runter geht, desto Kartengröße mittel, Schwierigkeitsgrad normal, desto schwieriger wird es halt dann. Ganz unten seht ihr Kartengröße groß, Schwierigkeitsgrad schwer. Also das finde ich super. Wir werden aber mit der Kampagne anfangen. Und damit wir erstmal ein bisschen ins Spiel reinkommen. Ein neuer Anfang. Nachdem der Lord von Hofe des Königs in ein hinterwäldlerisches Dorf versetzt wurde, übernimmt er nun die Rolle des Statthalters und lernt das verschlafene Dorf kennen. Ihr seht, der Kartengröße klein, Schwierigkeit ist einfach. Während starken Schneefall verfallen deine Gebäude schneller. Okay, da müssen wir natürlich dann aufpassen. Ne? Ein neuer Anfang, Einführung, Kapitel 1. So, das ist unser Königreich hier. Also ihr seht schon, der Grafik, die ist ja so toll. Was? Dilidivisi? Willkommen in unserem bescheidenen Dorf, Herr Statthalter. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Reise. Mein Name ist Frau Traute Gottlieb. Ich bin die Haushälterin hier im Schloss. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen, eure Lordschaft. Ist es nicht ein wunderschöner Tag, um das Dorf kennenzulernen, während euer Diener euer Gepäck auslädt, mein Herr? Ich bin doch kein einfacher Diener. Ich bin des Statthalters Berater und helfe ihm mit den schwierigen Aufgaben, die ihn täglich erwarten. Wie auch immer. So. Schau. Hier seht ihr unseren Brunnen. Er ist etwas alt und reicht gerade noch für das Dorf. Aber wenn mehr Bewohner zu uns ziehen sollten, dann werden wir wohl bald einen neuen errichten müssen. Also wie gesagt, da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen mit dem Wasservorrat, weil irgendwann reicht er ja nicht mehr aus. Dies ist unsere Fischerhütte. Im Moment ist sie unser einziger Nahrungslieferant, da vor kurzem unsere Windmühle bei einem Brand zerstört worden ist. Vielleicht könnten eure Lordschaft dies ja bald ändern. Wie wunderbar, ich hasse Fisch. Ich mag Fisch, mir schmeckt er gut. So, was sollen wir denn machen? Das Schloss ist euer Heim, mein Lord. Zusätzlich ist es das wichtigste Lagerhaus des Dorfes. So, wenn wir jetzt mal unser Schloss anklicken, dann schauen wir jetzt mal hier durch. Das erste Symbol hier sind unsere Arbeiter. Ihr seht ja, wir haben momentan jetzt 2 Arbeiter frei und die sind ja jetzt dazu eingestellt, Sachen zu transportieren. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Holzfäller Holz macht und vom Holzfäller, der lagert ja sein Holz bei sich, dann läuft von denen Freunden hier einer runter, holt das Holz und bringt hier ein Schloss ins Lagerhaus. Wenn ihr jetzt mal auf euer Schloss hier klickt, seht ihr ja, wir haben 500er Platz Lagerraum und Arbeitsplätze haben wir jetzt momentan 4. 2 sind da komplett vergeben, ich glaube auf die Häuser, die was hier außenrum arbeiten. Und 2 sind bei uns angestellt, wie gesagt, als Schlepper. Dann wenn wir hier auf unser Lagerhaus gehen, dann seht ihr ja hier in der ersten Spalte, das sind unsere Ressourcen, die momentan hier im Lagerhaus gesammelt werden. Und wir haben jetzt momentan 70 Ressourcen in unserem Lagerhaus, bei 500 ist es voll. Was jetzt das hier hinten sein soll, bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Entweder heißt es, okay, wo ich jetzt damit nichts anfangen kann, weil warum sollte jetzt beim Fischer 200 Holz liegen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der 2 Holz, habe ich jetzt 200 Holz gesagt, 2 Holz. Warum jetzt beim Fischer 2 Holz sind? Entweder benötigt er die, zum Beispiel um ein Boot zu bauen oder um Angeln, ich weiß es nicht.
Also ich kann mir das jetzt nur so vorstellen, dass manche Häuser das benötigen und deswegen das dahinter steht und ich glaube nicht produzieren, weil ja Fischer produziert ja kein Holz. Das werden wir aber bestimmt in späteren Verlauf noch mitbekommen. Vielleicht ist es ja wirklich nur das Lager hier von den anliegenden von den Häusern. Eigentlich. Ah, jetzt sind wir schon draußen, ne? Nun, dies muss fürs Erste als Rundgang reichen. Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit, mein Herr. Jetzt schauen wir mal. Ah, hier haben wir einen Holzfäller. Der hat nichts im Lager, also steht hier auch null. Ihr seht ja hier, wenn der einmal zum Bäumefällen geht, schafft er 4 Baumstämme. Das dauert 15 Sekunden. Aber jetzt muss man trotzdem mal schauen, wie das hier... Weil wenn ich hier draufklicke, sehe ich jetzt auch nichts. Vielleicht kriegen wir das ja im späteren Verlauf vom Spiel noch mit, für was jetzt diese hintere Spalte hier sein soll. Wo ist unser Fischer? Gut, dass die Bewohner uns nicht mit Missgaben und Fackeln empfangen, mein Lord. Nach der Eskapadia an des Königs Hofe können wir froh sein, dass wir nur hier versetzt wurden, mein Herr. Wir hätten auch in den Kerker geworfen werden können. Seht nur, da kommt schon jemand mit einem Anliegen. Es gibt bestimmt schon etwas für euch zu tun, mein Lord. So, jetzt müssen wir schnell zum Fischer gucken hier. Ah. Frau Gottlieb, Walter, der Holzfäller hat gesagt, dass er die Schnauze voll hat. In einer Bruchbude wie dieser zu arbeiten, würde er nicht mehr ertragen. Er hat die Stadt verlassen und nun steht die Forsthütte leer. Was sollen wir nun tun? Was ist denn das für einer? Nun beruhige dich erstmal, Jungchen. Am Schloss haben wir einige Arbeiter, die im Moment nicht benötigt werden. Ich habe gesehen, wie sie nur am Herumlungern waren. Vielleicht möchte unser neuer Statthalter uns die Ehre erweisen, einen der Arbeiter im Schloss anzuweisen, seinen Beruf dort aufzugeben. So, ich will jetzt trotzdem mal schnell hier in die Fischerhütte schauen. Warum wird jetzt bei dem 2 angezeigt? Der hat ja noch gar nichts drin. Ach, wie komme ich jetzt auf Bretter? Leute, mein Fehler. 14 Fische sind im Lager und 2 müssten beim Fischer sein. So ist es gemeint. Wie komme ich jetzt auf Bretter? Bin ich blöd. Ach, oder soll das heißen, dass er 2 Fisch produziert? Das wird sein, Leute. Also... hier seht ihr, was produziert wird, da hinten. Ja, ist klar, Fisch, wir haben 14 drin und unser Fischerhaus würde 2 produzieren. Und jetzt ist es ja klar, da unser Holzfäller ja die Stadt verlassen hat, steht hier 0, weil er ja nichts produziert. Also müssen wir jetzt einen Holzfäller hier hinzuholen. Wähle das Gebäude aus und weise einen Arbeiter ab. Also, wir sollen einen Arbeiter abweisen. Die sind jetzt momentan fürs Tragen zuständig, also müssen wir den auf die Schlafenfunktion hier wechseln. Damit jetzt der frei ist. Was soll man jetzt hier jetzt machen? Neue Aufgabe. Mit einem Anliegen. Folge den Anweisungen. Hä? Ja, wenn er jetzt zum Beispiel jetzt mal hier weiter drückt. Auf eurem Brief, auf eurem Buch, das ist glaube ich das hier unten, ne? Dann seht ihr ja die Übersicht, also die allgemeine Zufriedenheit sind 78%, die Bedürfnisse, die Wünsche, bei den Wünschen müsst ihr immer ein bisschen hinterher sein. Aber die Leute können ja auch böse werden. Dann die Steuerrate haben wir hier. Jetzt warte mal, Bedürfnisse sind eh voll auf 100%, okay, das ist Nahrung und Wasser. Wünsche. Ja, dann seht ihr ja, Zustand der Wohnhäuser ist 100%, Dekorationen ist 100%. Und was sie halt noch für Wünsche hätten, ist ein Marktplatz, ein Wirtshaus, Unterhaltung, Religion, Kleidung, Schmuck und so. Ja, das ist alles. Also da müsst ihr halt dann aufpassen, dass wir hier auf jeden Fall hochkommen. Weil wenn er nämlich denen nicht hinterher geht, irgendwann werden die Leute stinksauer. Steuern. Ah, hier können wir die Steuern erhöhen. Ja, jetzt machen wir mal auf 60%. Ja, könnten wir eigentlich so mal lassen. Streikwahrscheinlichkeit 15%, das ist ja noch nicht so viel. So, und ihr seht ja, mit unseren Wohnhäusern bekommen wir jetzt 7 Goldstücke dazu von unseren Steuern. Was haben wir hier überhaupt? Lagerhauskapazität, Gebäude. Reduziert Feuergefahr. Ah, wir haben Forschungen auch noch. Nee, das lassen wir doch gleich machen. Reduzierte Feuergefahr. Das Risiko eines Feuers in deiner Stadt ist dauerhaft um 5% geringer. Forschung starten, das werden wir machen. Haben wir dann sonst noch was hier oben? So eine Forschung? Nee. Finanzen.
Ach, das sind die Erforschungen. Okay, das sind alles Erforschungen. Seht ihr ja, ab welcher Stufe das freigeschaltet wird? Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt nur die erste Forschung haben wir freigeschaltet. Hier kriegen wir erst dann die nächste wieder ab Stufe 5. Ah, Stufe 4 ist die nächste. Hier Geologen freischalten. Ne? Zusätzliche Kampfkraft, Militärgebäude. Okay, also wie gesagt, das ist halt dann eine reine Übersicht hier in dem Menü hier drin. So, wir sollen jetzt den Arbeiter, haben wir doch. Achso, hat der schon besetzt jetzt. Mein Herr, damit alle Gebäude optimal arbeiten können, werden mehr Arbeiter im Dorf benötigt. Hierfür benötigen wir allerdings mehr Wohnhäuser. Okay, müssen wir Wohnhäuser bauen. Da ich ja hier schon Wohnhäuser gesehen habe, hier die zwei, werden wir auch hier oben weiterbauen. Habe ich ja, glaube ich, eher, dass das sinnvoll ist, wenn wir die auf einen Fleck hier bauen. Benutze das Baumenü, um ein Wohnhaus zu errichten. Drücke hier oder verwende B, um das Baumenü zu öffnen. So, hier haben wir das Baumenü und ihr seht, hier oben haben wir die ganzen Kategorien. Und wie gesagt, es sind extrem viele Häuser hier, also Gebäude drin zum Bauen. Und finde ich wirklich super. Militärobjekte, Bänke, Friedhof, also können wir wirklich vieles bauen. Campen halt aus Siedler und darum sage ich, wer Siedler mag, ich kann dem das Spiel nur empfehlen. So, wir sollen ein Wohnhaus bauen. Ihr seht, 12 Baumstämme brauchen wir von 25, also bleiben noch 13 übrig. Und das ist halt deswegen die Steuern, weil ihr seht, wir brauchen für einen Hausbau auch Gold. Das würde jetzt 175 Gold kosten, also darum brauchen wir auch dann im Laufe der Zeit immer die Steuern. Wo setzen wir denn das hin? Ich glaube hier, oder? Weil hier haben wir dann die Wege gleich. So. Bis zu zwei Arbeiter können ein Gebäude errichten. Sie transportieren die Rohstoffe nach und nach von Lager zur Baustelle. Baustein können selbst dann errichtet werden, wenn die notwendigen Ressourcen nicht im Lagerhaus vorrätig sind. So, das ist jetzt zum Beispiel so gemeint, wenn jetzt unser Lager zum Beispiel leer ist. Also wir haben jetzt hier kein Holz mehr, sondern der Förster hat jetzt Holz hier in seinem Lager. Dann holen die Arbeiter sich das halt nicht hier aus dem Lager, sondern von hier. Oh, der ist böse hier. Was ist denn mit dir? Mit der Gewitterwolke hier beim Kopf. Warum arbeitet... Ach so. Kein Arbeiter verfügbar. Wir müssen ja doch nur einen Holzfäller hier einstellen. Also, hier haben wir den Arbeiter. Ah, jetzt. So, da müsste ja das... Oder müssen wir erstmal... Nee, also der eine Arbeiter ist schon eingetragen. Das seht ihr hier, das ist das Baustellensymbol, die Mauer mit der Kelle, dass der hier arbeitet. Der eine Arbeiter ist frei. Den bringen wir jetzt mal zu unserem Holzfäller runter. Da müsst ihr dann auf den Baumstamm klicken. So, und jetzt wird er automatisch zum Förster hier. Jetzt ist die Frage, läuft jetzt der von hier oben runter oder kommt, ist der dann schon in seinem Haus hier drin? Oder das wird der hier, was jetzt zum Förster wird, dass der jetzt hier runterläuft. Mal ein bisschen schneller machen hier. Ja, das ist unser neuer Förster hier. Seht ihr die schicke Umwandlung gleich? So, dann bauen wir mal du unser Wohnhaus hier fertig. Da seht ihr auch schön die Gestaltung hier für die Leute, wie sie arbeiten. Ist wirklich herrlich. So, wir haben unser neues Wohnhaus. Dort haben jetzt zwei Familien Platz. Wie gesagt, bekommen wir dann auch für die Steuern wieder mehr dazu. Vorzüglich, mein Herr, genügend Arbeiter zu haben, damit alle Arbeitsplätze besetzt sind, ist sehr wichtig für unsere Wirtschaft. So, im Spielmenü kannst du unter Aufgaben deine Belohnung abholen. Müssen wir hier draufklicken. Belohnung abholen. Ach, das war das erste hier. Baue ein Wohnhaus. Das haben wir ja gemacht. Ihr seht, wenn ihr schließe alle Aufgaben ab, hingeht, dann ist es noch so grau unterlegt. Also die Belohnung könnt ihr euch noch nicht holen. Wenn sie so hell weiß leuchtet, dann ist die Belohnung für euch frei. 150 Goldstücke, 12 Baumstämme. Das brauchen wir. Super. So. Was? Reduzierte Feuergefahr. Ach so, dauert noch 2 Minuten. Damit wir Bretter für den Bau von Gebäuden herstellen können, benötigen wir eine funktionierende Forsthütte, mein Herr. Mein Herr, es ist sinnvoll, die Forsthütte zu reparieren. Umso mehr ein Gebäude verfällt, desto geringer ist dessen Produktivität. Das Gebäude kann sogar zusammenbrechen oder ein Feuer kann ausbrechen, wenn es nicht von Zeit zu Zeit repariert wird. Ah, muss man reparieren. Das ist ja cool. Dieses Gebäude benötigt Reparaturen.
weise dem Gebäude einen Arbeiter zu. Einige Gebäudeoptionen wird das Reparieren oder Zuweisen von Arbeitern sind auch über das Schnellmenü erreichbar. Über das Schnellmenü. Ja, wie komme ich hier rein ins Schnellmenü? Gebäude ausbauen? Geht nicht. Was? Rechtsklick auf das Gebäude, öffnet das Schnellmenü, wähle dann die gewünschte Option aus. Also, wir machen hier einen Rechtsklick. Was haben wir, die Kamera hier? Ah, da wird unser... Da finden wir unseren Förster. Was ist hier? Oh. Ne, da können wir unseren Arbeiter abschalten. Hier können wir den wieder dazu holen. Also wir haben jetzt den einen Arbeiter hier. Gehen jetzt hier unten auf das auf den Reparier-Button. Dann sehen wir, Gebäude reparieren kostet 37 Goldstücke. Das machen wir. Müssen wir ja auch machen, ist ja klar. So, haben wir gemacht. Sehr gut, es wäre ratsam, immer ein Auge auf die Gebäude im Dorf zu haben. Je dunkler ihre Fassade wird, desto dringender sollten sie repariert werden. Okay, Leute, passt auf die Fassade auf. Eine Sägemühle sollte errichtet werden. Somit können wir Bretter aus Holz herstellen, welche beim Bau von Gebäuden verwendet werden. Eine Sägemühle. Weißt du denn, versuche die Sägemühle in der Nähe einer Forsthütte zu errichten. So sind die Laufwege beim Transport kürzer. Ja, wo bauen wir die denn hin? Mit der Schnelltaste D kannst du in den Löschmodus wechseln. Alternativ kannst du auch die Abrissbirne in der Werkzeugleiste verwenden. So, wir sollen sie hier oben bauen. So, ihr seht es mit dem Pfeil markiert. Die Bäume sind jetzt für uns im Weg. Mit der Tastatur werde ich nichts machen, weil das lässt sich auch schön mit der Maus spielen alles. Hier drüben haben wir unsere Abrissbirne. Da können wir jetzt die Objekte markieren, die was wir denn weghaben möchten. So, dann werden die so rot. Dann drücken wir nur auf den OK-Button und schon haben wir jetzt Platz für unsere Sägemühle. So, also die müssen wir jetzt mal hier hinstellen. Baumenü. Ah, hier ist sie drin. Sägemühle. Ah, das seht ihr ja. Da brauchen wir jetzt mehr Hölzer, als wir mal haben. Die liefern sie dann so hin. Die stellen wir jetzt auch mal schön hier an den Weg mit rein. Arbeiter haben wir zugewiesen. Dann machen wir doch gleich zwei Arbeiter. Dann geht es auf jeden Fall schneller. Der hämmert schön sein Holz hier unten. So, Leute, wo seid ihr? Ah, da ist der erste, da ist der zweite. Jetzt schauen wir denen mal ein bisschen beim Arbeiten zu hier. So, tun mal hier ein bisschen ausschaufeln. Oh, mir gefällt das Spiel jetzt schon, Leute. So, jetzt hat er der dann... Achso, jetzt können wir gleich nochmal schauen, wie das jetzt hier gemeint ist. Achso, nee, so, dann ist das wirklich nicht so gemeint, wie ich das gemeint habe hier. Wir haben ja nur eine Holzfällerhütte. Also, das ist wirklich das Lager von unserem Holzfäller hier. Aber warum steht hier 8 und im Schloss steht 11? Okay, dann bin ich immer noch nicht ganz dahinter gestiegen, wie das jetzt hier gemeint ist. Wir haben in der Holzfällerhütte 8 auf Lager und 11 sind hier angezeigt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Müssen wir jetzt mal schauen. Ja, dann errichte mal schön die Sägemühle. Ah, jetzt geht er hier runter. Ach, da braucht man gar keinen Weg hier rüber. Die laufen auch über die Wiesen, ne? Gut zu wissen, ne? Was ist denn mit der Zeit, was hier oben überhaupt läuft? Ach so, das ist unsere Forschungszeit von unser brennbaren Ding hier. Ja, Forschung abgeschlossen. Cool. Haben wir jetzt 5% weniger Brandgefahr bei uns im Dorf. Hier haben wir unsere Sägemühle. Sehr gut, Herr Statthalter. Die Sägemühle ist eine wichtige Voraussetzung für weitere fortschrittliche Gebäude. So, was müssen wir denn jetzt bauen? Schauen wir mal schnell auf unser Schloss. Was? Herzlichen Glückwunsch, du hattest deinen ersten Stufenaufstieg. Jedes Mal, wenn du eine neue Stufe erreichst, schaltest du neue Forschungsmöglichkeiten frei. Diese zu erforschen, verbessern all deine Städte. Okay, da war ich jetzt ein bisschen schneller wie das Tutorial. Ja. Herr Statthalter, überarbeitet euch nicht an eurem ersten Tag. Außerdem ist ein Mahl im Schloss angerichtet. Ihr solltet für heute Feierabend machen und etwas essen. Okay. Ja, und wie komme ich zum Essen? Ach so, Belohnung heißt es dann abholen. Einlösen, ne? Stufe 4. So, Forschung freigeschaltet. Geologen lassen wir doch auch gleich freischalten.
Bergwerke können nur mit einem Geologen besetzt werden, der die Rohstoffvorkommen langsam wieder auffüllt. Wow, das ist geil. Das ist ja cool. So, aber was muss ich denn jetzt hier machen, weil die sagt, ich soll mich jetzt ausruhen? Ah, Szenario abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, du hast dieses Szenario erfolgreich abgeschlossen, indem du alle Aufgaben erfüllt hast. Ja, prima. So, jetzt schauen wir mal hier. Ja, das seht ihr hier an dem Haken. Ne? Ich habe das Spiel ja nur meinem Bekannten nochmal spielen lassen. Da war ich leider nicht dabei, weil wir den Haken schon hatten. Ne? Also dann habt ihr den Haken für ein abgeschlossenes Szenario. Also Leute, wie gesagt, mir gefällt das Spiel wirklich sehr gut. Und wie ich empfehle es für jeden Siedler-Fan, empfehle ich das wärmstens. Wie gesagt, die Kampagne schaut halt ein bisschen kurz aus, weil wir halt nur 6 Missionen haben. Aber die letzte Karte, groß und schwer, die wird schon übel. Aber ihr habt dafür extrem viele Szenarien noch extra. Und vor allem die Endlos-Spiele gefallen mir. Und da könnt ihr noch jede Menge bauen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Spiel sein Geld auf jeden Fall wert ist. So, wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, damit ihr keine Folge verpassen wird, würde mir auch sehr freuen. Dann wünsche ich euch nur einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.